Hallo, willkommen zu der ersten und einzigartig weltweit einzigartigen Sonnenbrillenfärbestation. An dieser Station kann man seine eigenen Sonnenbrillengläser färben. Das passiert auf die Art und Weise, dass wir hier Blanks haben, also durchsichtige Blanks, in denen der UV-Schutz schon enthalten ist. Das ist ein CR39-Material. Das Material ist ein Polycarbonat und ist eigentlich der Standard weltweit für optische Industrie und Sonnenbrillen. Ich habe hier hinter mir einen Scanner sitzen, mit dem wird dein Frame abgetastet. Und dieser Scanner überträgt das dann an die Schleifmaschine, die hier eingebaut ist in der Werkbank. Und am Schluss kommen diese ausgefrästen Gläser raus, die ich hier habe. Diese Gläser sind normalerweise erstmal natürlich Blanks, ohne Farbe. Und lassen sich dann mit diesen drei Grundfarben, beziehungsweise noch den Schwarz dazu, in jegliche Farbe färben. Und dabei kann man auch Multicolor-Farben machen, wie man hier sieht, oder einfache Gradients, zweifarbig in dem Fall. Und ja, es lassen sich letztendlich alle Farben abdecken. Ich habe hier so einen mal vorbereitet für diesen Frame, so einen lila mit unten so einen leichten Gelbstich, den ich jetzt gerne noch ein bisschen gelber haben werden würde. Und dazu tauche ich dieses Gelb einfach die untere Spitze des Glases in das Gelb. Und die Effekte sieht man eigentlich schon nach den ersten paar Sekunden. In dem Fall sieht man jetzt hier, wie es unten gelb abgeändert ist. Ne?